Nun kommen wir gleich zur Inbetriebnahme des Amazon Fire TV Stick, des neuen Stick mit Alexa Fernbedienung. Aber bevor wir zu Alexa kommen, nochmal kurz ein paar Worte zu dem, was bereits außen versprochen wird. Denn da geht es unter anderem natürlich um die Alexa Sprachsteuerung, Dolby Audio. Der Stick kann bis zu 5.1 Dolby Surround ausgeben. WLAN natürlich nach dem neuesten Standard 1080p HD, wie schon gesagt. Es gibt also nur in Anführungsstrichen Full HD für alle 4K Ultra HD Fans, die müssen zur Amazon Fire TV Box greifen der neuesten Generation. Und zum ersten Mal beim Stick ein Quad-Core Prozessor wie bei der Box. Bisher kam der Stick mit einem Dual-Core Prozessor aus. Das verspricht also nochmal stärkere Schnelligkeit, Leistungsfähigkeit und dergleichen mehr. Und wir sind also gespannt, was wir hier von dem Stick zu erwarten haben. Dazu müssen wir ihn an unseren Fernseher anschließen. Dann suchen wir uns unsere Signalquelle HDMI 1 mit Netzwerk verbinden. Wir suchen uns also unser WLAN-Netzwerk. Verbindung wird hergestellt. Das ist das Entscheidende, denn der Stick ist nun mal ein Media Player, der seine Informationen aus dem Netz holt. Wir können ja nicht nur Amazon eigene Inhalte damit schauen, ob jetzt Spiele, Videos, Filme, Fotos, alles mögliche, sondern natürlich vor allem auch Netflix, die Mediatheken und viele, viele andere Apps. Ja, die Anmeldung ist der nächste Schritt. Ich habe bereits ein Amazon-Konto, auch dort werde ich mich jetzt mal einloggen. So, schon sind wir erfolgreich angemeldet. Hallo Andreas Stumptner. Ja, weiter als Andreas Stumptner. Und nun kommt das Einführungsvideo, das man sich dann gerne ganz angucken kann. Hier wird also in einigen Sequenzen erklärt, worum es geht, was das Stick kann und was neu ist. Zum Beispiel eben die Sprachsteuerung hier nach verschiedenen, die Suche nach verschiedenen Kategorien. Alles im Beispiel gezeigt, aber wir wollen es natürlich selbst ausprobieren, dann im nächsten Schritt. Was das Laden und Bearbeiten angeht, der Stick verfügt über einen 1 GB Arbeitsspeicher. Zum Vergleich wieder die doppelt teure Box hat 2 GB. Beim Prozessor sind sie wie gesagt gleich und sie sind auch gleich, was den Gesamtspeicherplatz angeht, den man ja für Spiele, Apps und andere Inhalte braucht. Auf dem Stick 8 GB immerhin Speicherplatz, wie auch bei der Box, da sind sie wiederum gleich. So, was wir natürlich nun ausprobieren wollen, ist, hier gibt es die üblichen Amazon-Inhalte natürlich, die auch angeboten werden, Serien und dergleichen mehr. Man kann sich die entsprechenden Apps runterladen von Fernsehsendern und diversen Dingen, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen ja mit Alexa Sprachsteuerung ausprobieren. So, nun wollen wir uns natürlich mit Alexa unterhalten. Das ist das Spannende hier, das Neue beim Stick. Wir kennen es bereits von Amazon Echo, dem 180 Euro teuren Lautsprecher, den es ja gibt, oder auch den Echo Dot, dem kleinen 60 Euro teuren Lautsprecher, die man ja bereits seit Anfang des Jahres ungefähr offiziell erwerben kann und die auch schon gut laufen. Und dazu gibt es ja jede Menge Skills, so nennt Amazon die Apps, mit denen man dann zum Beispiel Geräte steuern kann, aber natürlich auch Inhalte. Und das wollen wir jetzt hier natürlich mal ausprobieren mit den einfachen Dingen, die wir schon kennen, zum Beispiel Alexa, welche Serien mit Matthias Schweighöfer gibt es? Naja, da werden nicht nur Serien angezeigt, sondern Filme und Serien, aber das funktioniert schon mal. Schweighöfer, Schweighöfer, Schweighöfer. Also, das ist aber das Klassische, was man vorher auch schon konnte. Und jetzt probieren wir natürlich aus, was man mit Alexa darüber hinaus kann. Alexa, wie lange brauche ich ins Büro? Der schnellste Weg dauert ca. 21 Minuten über ST-2580 und A94. Alexa, wer ist Donald Trump? Donald John Trump ist ein amerikanischer Unternehmer und Politiker. Alexa, Couchlampe einschalten. Okay. So, damit hat Alexa sogar von hier aus, obwohl wir im Büro sind, bei mir zu Hause, die Couchlampe eingeschaltet. Also sie kann sozusagen auch alle Skills bedienen, die ich zu Hause bereits einprogrammiert habe.
Das nächste, was wir mal probieren, ich möchte was auf die Einkaufsliste setzen, denn ich möchte mir Ersatzbatterien für die Fernbedienung kaufen. Alexa, öffne Bring und setze Batterien auf die Liste. Okay, Batterien ist auf deiner Liste. Und das können wir jetzt auf dem Handy auch kontrollieren. Und hier sind die Batterien, die Alexa neu draufgesetzt hat. Der Unterschied ist natürlich zu Dot und Echo auch klar. Man braucht eben, wie gesagt, die Fernbedienung hierzu. Man braucht die Taste hierzu, um Alexa zu bedienen, denn einfach so geht's nicht. Alexa, da gibt's keine Reaktion. Dot oder Echo würden da bereits reagieren, wenn man den Namen sagt. Hier muss man die Taste drücken. Das heißt also, der Unterschied ist einfach Far Field Communication bei den beiden Lautsprechern und hier ist es Near Field Communication geblieben. Nichtsdestotrotz ein Heidenspaß, der natürlich auch spannende Informationen bringen kann, aber auch lustige. Alexa, erzähl bitte einen Witz. Was sind die letzten Worte eines Astronauten? Ich gehe nur mal eben raus Zigaretten holen. Ja, und wer sich nochmal durchlesen möchte, zum Abtippen. Ein Hammer, ich lach mich scheckig. Wir können natürlich die Skills für Alexa erst einmal programmieren. Für alle, die mit dem Stick starten wollen und noch kein Echo und kein Echo Dot zu Hause haben, also kurz die Info. Es gibt eine Amazon Alexa App, die öffnen wir jetzt hier mal. Und in dieser App, auf der Startseite, gibt es natürlich gleich Informationen. Zum Beispiel, wir haben ihn ja gerade angeschlossen, Amazon freut sich, dass es Alexa jetzt auch auf Andreas 4th Fire TV Stick gibt, also auf meinem 4. Fire TV Stick inzwischen. Ihr seht, also ich nutze das Thema sehr intensiv. Hier haben wir auch eine Historie dessen, was wir so abgefragt haben, und da ist zum Beispiel unsere Info zu Donald Trump oder auch der Witz, den wir gehört haben, der Verkehr und das Wetter, das wir vorher abgefragt haben. Also ihr seht, auf die Schnelle, Alexa ist auf dem Fire TV Stick angekommen. Das ist damit sozusagen auch die günstigste und einfachste Variante, um bei Alexa einzusteigen. Das geht auch ohne Dot und ohne Echo. Wie gesagt, nur mit dem Unterschied, dass es eben nicht die Möglichkeit der Far Field Communication bietet. Aber für mich ein günstiger Einstieg. Und wer mehr wissen will, kann demnächst natürlich auch noch den Test bei uns im Magazin lesen.